warum sind Physiotherapeuten in unseren Augen für betriebliches Gesundheitsmanagement tatsächlich sehr geeignet? Naja, es gibt wohl wenig Berufsgruppen, die mehr Erfahrungen mit Menschen haben, die jeden Tag Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand haben, sich aber auch aktiv mit ihnen unterhalten und ein Kümmerer sind, ein Experte für den Gesundheitszustand, für das Wohlbefinden desjenigen sind. Ja, ich habe im Vorfeld gesehen, Sie bieten ja auf den bestimmten Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung, Entspannung und so weiter ein Modulsystem an. Ich habe dann geschaut, es gibt 29 Module, habe mir das dann mal durchgeschaut und habe gedacht, Mensch, so bei 22 circa von den Modulen würde ich sagen, die kann auch ein Physiotherapeut durchführen. Ist das ein ganz falscher Eindruck oder ist das tatsächlich so? Gar nicht. Die Grundidee des Konzepts, variable individuelle Prävention, basiert eigentlich auf einem Ressourcen- bzw. auf einem Therapieansatz. Und auch auf der Erkenntnis, dass wir in Unternehmen gute 30% der Mitarbeiter vorfinden, die bereits eine Vorerkrankung oder Vorschädigung haben. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie das wissen, dass sie das haben, aber es führt immer zu der gleichen Folge. Entweder sie bewegen sich weniger, sie tun weniger für ihre Gesundheit, weil sie Angst vor neuen Schmerzen haben. Oder sie haben noch die alte Empfehlung, die wir auch teilweise ärztlich kennen, schonen sie sich. Und deswegen ist es für uns eigentlich immer der erste Schritt zu sagen, Mensch, wir sensibilisieren jetzt mal wieder für das Thema Gesundheit. Wir bringen Spaß am Thema Bewegung, am Thema Ernährung, am Thema aktiven Umgang mit Stress zurück. Und ja, Physiotherapeuten können eigentlich genau das tun, denn das ist ihr Alltagsgeschäft. Sie lindern Schmerzen, sie kurieren Probleme und sie würden das eigentlich nur nicht mehr in der Praxis tun, sondern auch direkt am Arbeitsplatz. Ist das denn nun ein Ehrenamt dann auch in der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Oder ist es auch so, dass das durchaus auch eine Möglichkeit ist für einen Physiotherapeuten, eben auch entsprechend einen angemessenen Umsatz für seine Leistung zu erzielen? Ich finde die Frage vollkommen berechtigt. Und ja, es ist auch wichtig. Ich glaube, das Prinzip des Geldverdienens mit dem Thema Gesundheitsprävention ist ein bisschen ein anderes. Es funktioniert darüber, dass man sagt, ja, ich schaffe es zum einen tatsächlich mehr Umsatz zu erzielen. Beispielsweise kann man davon ausgehen, dass legitime Stundensätze im Gesundheitsmanagement zwischen 80 bis hin zu 110 Euro netto die Stunde liegen. Das klingt erstmal ganz gut, aber wenn man das hochrechnet, vielleicht auch mal mit gängigen Heilmittelkosten, dann nähern sich die Beträge schon sehr schnell an. Das Interessante sind die Randbedingungen und die weiteren Effekte, die entstehen. Leiste ich aktive Prävention in einem Betrieb, mache ich mich als Physiotherapeut mit meiner Praxis und meiner physiotherapeutischen Leistung auch wieder interessant? Ja, Frau Kendler, apropos Expertise. Sie sind Physiotherapeutin und der Herr Schmidt-Bleicher hat vor einigen Jahren Sie erfolgreich dem Arbeitsmarkt entrissen. Institute sprechen inzwischen schon von einem Engpassberuf Physiotherapie. Von daher hat Herr Schmidt-Bleicher ja dann großen Erfolg gehabt, dass er eine Physiotherapeutin für sein Unternehmen engagieren konnte. Was waren Ihre persönlichen Beweggründe, warum Sie sich dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zugewendet haben? Also eigentlich seit Anbeginn meiner Tätigkeit war das tatsächlich die Überlegung, irgendwie kommen Personen immer erst dann zu mir, wenn bestimmte Vorschädigungen da sind. Also erst wenn eine Diagnose besteht, finde ich ziemlich spät. B, fand ich es auch äußerst unangenehm, dass ich eigentlich immer fremdbestimmt arbeiten musste. Sei es ein Arzt oder eine Ärztin entscheidet, es liegt Diagnose X vor. Dementsprechend hätte ich jetzt sehr gerne, dass der Physiotherapeut 6-mal manuelle Therapie anwendet, als Beispiel. Von gesetzlichen Krankenversicherungen gibt es dann die Vorlagen, wie viel Zeiten im Prinzip zur Verfügung stehen, die vergütet werden. Wie weit können Sie da jetzt als Kooperationspartner einem Physiotherapeuten ein interessantes Angebot machen? Also wir machen uns auch berufsbedingt natürlich schon eine Weile Gedanken dazu, was kann die Physiotherapie eigentlich als Beitrag im BGM leisten? Und das ist viel mehr, als man denkt. Aber mir ist wichtig zu unterstreichen, es geht um einen Beitrag.
Es geht nicht darum, eigenständig komplett das ganzheitliche Gesundheitsmanagement abzubilden. Das kann keiner von uns, weder ich noch einzelne meiner Mitarbeiter, sondern das kriegen wir nur zusammen hin. Denn Gesundheitsmanagement ist Teil einer Unternehmenssteuerung, Unternehmensstrategie. Und basierend darauf wissen wir, dass Physiotherapeuten absolute Experten sind. A, im Umsetzen von Verhaltensmaßnahmen, vor allem im Schwerpunkt Bewegung, aber vor allen Dingen auch in vielleicht rehabilitativen Verfahren, die überhaupt erst wieder zur Ermöglichung von Prävention führen. Das ist das, was die Physiotherapie definitiv schon jetzt kann. Dazu kann man immer lernen, das ist normal. Was wir aber anbieten können, ist zu komplettieren mit unseren Erfahrungen aus dem Bereich der Sportwissenschaft, aber natürlich auch mit allen Modulen, die das Thema Ernährung, die das Thema Psyche und Stress besprechen, aber auch mit unserer langen Erfahrung von weit über 120 betreuten Unternehmen im Bereich Gesundheitsmanagement. Wie mache ich denn ein Konzept? Wie erstelle ich die Kalkulation? Wie sieht das interne Gesundheitsmarketing aus? Und das über ein spezielles Verfahren, das wir etabliert haben, das Lernen zulässt. Denn es geht nicht darum, dass man BGM nicht kann. Es geht darum, dass man sich an der Hand nimmt und es Stück für Stück lernt.